This is Master Fly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. Die Frage ist, wozu brauchen wir einen Frauentag, wenn seit einigen Jahren Männer, die sich als Frau fühlen, wie sie sagen, und ich will ihnen das nicht verbieten, sie können sich gerne fühlen, wie sie wollen, das ist, obliegt mir nicht, ihnen das irgendwie ausreden zu wollen oder das zu verurteilen, aber diese Männer maßen sich an, am Frauentag für uns Frauen, für uns alle Frauen zu sprechen, und auch das könnte man noch akzeptieren, sagen, okay, sollen sie sprechen. Das Schlimme ist, die Presse springt drauf an. Dieses Jahr sind also 2 Frauen, einmal Herr Kellermann und Herr Ganserer von den Grünen, sind also zum Frauentag durch die Medien gejagt worden. Die beiden Herren zum Frauentag und keine Frau. Ich würde jetzt mal die Bilder, Carola, wenn du mal mein Mikro hältst, oder warte mal, ja. Ich kann auch, ja. Du kannst mal reinsprechen, so lange. Oder ich kann auch weiter sprechen. Ich suche mal eben das Bild. Das halte ich dann mal in die Kamera. So. Also Herr Kellermann sagt, ich finde es bedauerlich, dass es nur einen Tag im Jahr gibt. Eigentlich wünschen wir uns jederzeit oder eigentlich müsste jederzeit Weltfrauentag sein. Da kann man nur sagen, Herr Ganserer, für uns Frauen ist jeder Tag Weltfrauentag. Also das ist Herr Ganserer und ich halte das mal in die Kamera. Wenn Kellermann. Herr Kellermann, genau. So, wenn wir das haben. Und Herr Ganserer, so, jetzt kriege ich ihn nicht, vielleicht hältst du noch mal mein Mikro. Gerne. Mal wieder prächtig vorbereitet. Hier ist Herr Ganserer. Für Frauen gibt es kein Stück Stoff, das uns vor Gewalt schützt. So, auch mal in die Kamera. Also das sagt Herr Ganserer von den Grünen, der sitzt im Bundestag. Und also diese beiden Zitate und diese beiden Männer sind auf und ab in der Presse geteilt worden. Und da frage ich mich, warum müssen wir dann überhaupt noch Weltfrauentag feiern? Oder hier in Deutschland, in anderen Ländern wird es etwas anders gewesen sein. Warum müssen wir denn in Deutschland noch Frauentag feiern? Aber vielleicht könnt ihr euch da mal der Reihe nach zu äußern, wie ihr das findet. Ja, soll ich mal beginnen? Bitte. Ich kannte die beiden Bilder nicht. Ich kannte wohl die Äußerungen oder die, also dass diese beiden Herren sehr unterwegs sind, angeblich im Namen der Frauen. Also das eine ist Herr Ganserer, der sich dafür einsetzt, dass es für Frauen kein Stück Stoff gibt, das uns vor Gewalt schützt. Das finde ich total erschreckend. Herr Ganserer hat ja auch im Bundestag als Abgeordneter, sag ruhig, wie es Abgeordneter ist, in einem Fummel da gesessen, in dem sich keine weibliche Abgeordnete, also keine Frau hinsetzen würde. Das ist so peinlich und das ist auch kein Outfit für den Job einer Abgeordneten. Das ist das eine. Das andere ist, die Äußerung von Herrn Kellermann finde ich einfach schlichtweg schleimig. Also sich anbiedernd an die Frauen und die Frauenbewegung. Der Weltfrauentag hat ja eine lange Geschichte, 100 Jahre. Und was Herr Kellermann da von sich gibt, das muss ich nicht von jemandem hören, der sich als Frau fühlt und sich als Frau umwandelt, das akzeptiere ich, aber ich möchte es von einer Frau hören. Ja, sehr gut, Carola. Also ich kann da nur zustimmen. Ich muss natürlich als Moderatorin neutral bleiben, aber ich stimme dir in beiden Punkten zu. Vielleicht ein Statement von dir dazu. Wie findest du das, dass zwei Männer hier durch die Presse gejagt werden für uns Frauen am Frauentag? Ja, erstmal bin ich sprachlos, dass das überhaupt passiert. Und das andere ist, dass ich das auch nicht unterstütze. Gut,
Sehr gut. Ja, mehr kommt, später kommt mehr. Okay. Verena, dazu ja. noch ein Statement. Ja, also ich kann mich nur anschließen, weil ich finde diese, also es ist so ein bisschen absurd, ne? Weil ich meine, ich stelle mich auch nicht hin und rede jetzt irgendwie für Nichtschwimmer, obwohl ich schwimmen kann und ziehe mir Schwimmflügel an. Und von daher, die können sprechen für Menschen, die da in eben so einem Prozess drin sind, aber nicht für Frauen. Es wäre ungefähr so, du hast ja heute so einen schicken Herrenhut auf, wenn du dich jetzt also am Weltmännertag, wenn es den dann gäbe, oder am Vatertag, wenn du dich also mit deinem Hut, den Vatertag gibt es ja, wenn du dich mit deinem schicken Herrenhut vor die Kamera stellst und sagst, weil ich jetzt so einen Hut auf habe, bin ich jetzt ein Mann, fühle mich als Mann und ich spreche jetzt für alle Männer. Also ich glaube, Männer sind nicht so geduldig wie Frauen, die würden dich schnell von der Bühne holen. Ich glaube auch. Ich habe halt auch nicht die Erfahrung gemacht, ne, wie es ist, einen Schwanz zu haben in diesem Leben. Okay, gut. So, jetzt ist Katja noch eingetroffen. Ich habe dich schon in Abwesenheit vorgestellt. Wir haben auch schon dein schönes Lied zur Einstimmung gespielt. Und Katja Sirotkin ist bei den Freien Linken, da sprechen wir nachher noch drüber, wie die da in Sachen Frauenberechtigung oder Gleichberechtigung unterwegs sind. Und Katja, ich habe gerade ein Bild rumgezeigt von Herrn Kellermann und Herrn Ganserer. Das sind also zwei Herren, die sich als Frau fühlen. Das hast du wahrscheinlich schon in Medien mitgekriegt. Ja. Und haben wir kein Mikro für Katja? Vielleicht gibst du ihr deins mal eben. Ja. Die also am Weltfrauentag sich rausnehmen, für uns Frauen, für uns alle zu sprechen. Und die Medien steigen drauf ein und haben genau diese beiden Männer zum Frauentag sprechen lassen. Und keine Frau, ja. Vielleicht da mal ein Statement von dir zu. Ich sag mal so, Zeichen der Zeit, würde ich mal sagen. So, ich sage mal so, sie hätten jede Frau von der Straße nehmen können und es wäre ein besseres Ergebnis gekommen, ganz einfach. Es gibt x Leute, die engagiert in Frauenbewegungen sind und keine davon hat irgendwie eine Stimme bekommen. Finde ich furchtbar, sowas. Ja, gut. Also das heißt, sind wir uns hier am Tisch einig, dass der Frauentag am 8. und alles, was drumherum in den Medien war, doch eher enttäuschend war? Sind wir uns da einig? Ja. Okay, gut. So, dann habe ich ein paar Fragen an euch und zwar immer so, je nachdem, wie ihr im alltäglichen Leben unterwegs seid, soll ich mal der Reihe nach und zwar mit Katja anfangen? Sie ist ja, oder willst du dich erstmal, bist du schon sprechbereit? Wir können loslegen, ja. Okay. Wir können loslegen. Okay, gut. Also du hattest mir ja geschrieben, du bist im IT-Bereich Kleinunternehmerin und ja. Da interessiert mich natürlich, das ist ja ein Männerbereich, wie kann man sich da als Frau durchsetzen, kann man sich da überhaupt durchsetzen und wie lebt sich da als Frau in dem Berufsbereich? Ich sage mal so, ich hatte schon Erlebnisse positiver und negativer Art. Ich sage mal, stereotypischer Männerbereich eigentlich, aber es werden auch sehr viele andere Stereotype auf IT-Techniker sozusagen drauf gepinselt, sage ich mal so, ein wenig nerdhaft oder etwas autistisch veranlagt oder ähnliche Geschichten, ne? Also gar nicht offen für andere Dinge. Also das wird alles draufgepackt auf einen, wenn man das sagt, was man macht. Ich habe auch schon Kunden erlebt, die sich begeistert haben, also ähnlich wie hier, ja, oh toll, eine Frau macht das und so. Ich hatte aber auch schon Leute, die gesagt haben, holen Sie mal einen Mann, so nach dem Motto. Das ist alles schon vorgekommen, also das Spektrum war sehr weit. Aber die meisten haben einen halt tatsächlich als Experten akzeptiert und auch die Beratung, sage ich mal so, akzeptiert. Und ich sage mal so, das ist... bei jedem Kunden muss ich mir sagen, okay, er ist nicht für alle Kunden das Beispiel. Und wenn ich mich aufrege, dann sage ich mal so, denke ich mir, okay, in der Gesellschaft ist vielleicht noch ein bisschen Arbeit zu tun. Aber ich denke mal, das ist Ja, ich sag mal so, da muss ich auch viel Toleranz üben, denn, ne? Also manchmal, ja. Okay,
Gut, also aber man kann damit, man kann als Frau dann überleben. Man kann überleben und es ist tatsächlich so, es gibt Förderprogramme dort für Frauen. Da hätte ich mir gewünscht, das wäre für die ganze Jugend mal früher so gewesen. Dann wären heute sehr viel mehr Leute, auch jüngere Leute, fitter, was die, ja, ich sag mal so, was das Vertrauen in Technik oder ich sag mal auch das Misstrauen in Technik betrifft. Okay, ja. Gut. Dann kommen wir zu Carola. Du bist du hast eine Agentur, du bist Agentin für Künstlerinnen auch, aber auch für Künstler und vielleicht einfach mal, wie die Situation von Künstlerinnen momentan auch speziell nach Corona ist, dass du da uns vielleicht was zu erzählen könntest. Ja, die Situation von Künstlerinnen hat ja eine Geschichte, eigentlich 500 Jahre, dass sich über berühmte Ausnahmen sich die Kunstpräsenz von Frauen mehr und mehr entwickelt hat und es gab im Klassizismus und auch in der Romantik gab es sehr tolle Persönlichkeiten, die sich durchgesetzt haben. Und das hat sich weiterentwickelt, vor allen Dingen auch über Netzwerke im 20. Jahrhundert. Da haben sich Künstlerinnen zusammengetan im frühen 20. Jahrhundert und haben für ihren Beruf gekämpft, also schwerpunktmäßig über sich für ihren Beruf eingesetzt. Also Zugang zu den Akademien, mehr Ausstellungsmöglichkeiten, Verkäufe und Sammler zu akquirieren, weil anders kann man ja auf dem Kunstmarkt nicht überleben. Das hat sich eigentlich mehr und mehr entwickelt. Mittlerweile sind ja auch an den Akademien mehr Frauen als Männer, die Kunst studieren. Aber es ist auch ein Rollback zu verzeichnen. Ich finde zum Beispiel auch die aktuelle Entwicklung, die ist auch sehr stark geworden zu Corona-Zeit. Die Künstlerinnen, die sich auch über ihr Kind definieren, also Kind und Bild ergibt Künstlerin. Das finde ich definierungsbedürftig. Ist das eine neue Entwicklung mit dem Kind? Also, Das hat sich in den letzten paar Jahren entwickelt. Okay. Und ich habe da überhaupt nichts gegen, prinzipiell nichts dagegen, dass das Mutterdasein mit Künstlerinnen zusammengeht und dass es dafür dann auch Förderstipendien geben soll. Das finde ich schon wichtig, dass die Künstlerinnen auch bei den Förderstipendien ihre Kinder mitnehmen. Aber Kunst bleibt Kunst. Also die Kunstarbeit an sich und das aus sich herausschöpfen ist so etwas wie Gebären. Und ist nicht wie ein Kind haben, sondern das Kind haben gehört dazu, also ist parallel dazu. Die Entwicklung in der Corona-Zeit war schlimm. Die war ja sowieso schlimm auch für männliche Künstler, dass man nicht mehr ausstellen konnte, dass Ausstellungen abgesagt wurden, dass viele Projekte nicht mehr möglich wurden, gestoppt wurden, nicht realisiert wurden, dass man sich auch auf Projekte gar nicht mehr bewerben konnte, die einfach nötig sind, um sich eben Präsenz zu verschaffen. Und für Künstlerinnen, also die Beobachtung habe ich gemacht. Ich habe ja bis letztes Jahr im Rahmen des großen Künstlerinnennetzwerks GEDOC Berlin gearbeitet. Und da habe ich beobachtet, dass die Künstlerinnen reingerannt kamen, ihr Bild für eine Ausstellung abgeliefert haben, an die Wand geknallt, wollte ich schon sagen, also es ist vielleicht zu krass, gehängt und dann wieder rausgaloppiert zu Kind, Oma, zum Job, also die waren sowas von abgehetzt und ich glaube, dass diese Situation weiterhin auch so geblieben ist, dass sich das nicht wieder zum Guten hin entwickelt hat. Also so eine Abgehetztheit habe ich vor 2020 nicht feststellen können. Okay, also im Moment nicht besonders rosig. Nein, also die Künstlerinnen werden wieder zurückgeschoben in traditionelle Rollen.
Und das sind ja nicht Rollen, die sie sich selber definiert haben, sondern die die Gesellschaft ihnen aufoktroyiert und die auch die Geschlechterverhältnisse, wie sie mal waren und die sich auch wieder erhärten, den Frauen aufdrücken. Ja, okay. Gut, da können wir gleich gut anknüpfen bei Monika Maria Nowak und sie schafft weibliche Kunst. Vielleicht, dass sie uns erklärt, was ist weibliche Kunst und warum hatte sie Berufsverbot in der ehemaligen DDR? Bitte schön. Ich fange mal mit dem Berufsverbot an. Das ist nicht ganz so einfach. In der DDR gab es das Gesetz, dass man Berufskünstler war oder sich Künstler nennen konnte, durfte, wenn ich im Berufsverband aufgenommen bin oder aufgenommen werde. Und das ging eigentlich soweit automatisch bei Leuten, die studiert haben, also im Direktstudium, Hochschulstudium gemacht haben. Die hatten dann Kandidatenzeit 3 Jahre und dann wurden sie in Verband aufgenommen. Bei mir war das so, durch meine Biografie, ich hatte vorher ein Ökonomiestudium gemacht und wollte aber schon immer Kunst studieren und das klappte aus bestimmten Gründen nicht und habe dann nach diesem Studium nochmal mit Kunst angefangen. Ja, das war meine einzige Möglichkeit, zu mir zu finden und mich zu äußern. Und da habe ich das in der Abendschule gemacht in Dresden und das war gut für mich und fühlte mich als Künstlerin und habe auch in Dresden so arbeiten können. Das ging bis 80. Und dann bin ich nach Brandenburg gezogen, also früher war das Frankfurt-Oder. Und da war eine andere politische Situation als in Dresden. In Dresden habe ich in oppositionellen Künstlergruppe gearbeitet, die doch sehr viel auf die Beine gestellt hat. Ich habe da mitgemacht und dann wurde das bis 88 weitergeführt. Kunstaktion in Dresden in der Versöhnungskirche in Striesen. Das war DDR-weite Veranstaltung und war natürlich von der Staatssicherheit auch untersetzt oder beobachtet. Aber das hat mich am Arbeiten eigentlich da oder uns nicht gehindert. Und als ich nach Frankfurt-Oder kam, Frankfurt-Oder ist ein, ich sag mal, ein sehr parteibraver Bezirk gewesen und sehr von der Staatssicherheit durchsetzt. Also zum Beispiel Gericht Fürstenwalde, das war mit das schlimmste Gericht in der DDR oder andere solche Geschichten. Und das ging noch so einigermaßen, da gehörte dazu, ich hatte nun keinen Hochschulabschluss. Ich wollte zwischendurch 3 oder 4 Mal studieren, auch in Krakau, das ging alles nicht. Und wollte aber frei arbeiten. Also ich wäre ja sonst gezwungen worden, einen Beruf auszuüben, wegen, sonst würde ich unter den Paragraphen der Asozialität fallen. Und man hätte mich dann einsperren können. Und dadurch, dass ich immer, sage ich mal, politisch nicht angeglichen war, habe ich mich so ein bisschen auf der Schneide bewegt. Und jetzt zu dem Kunstmachen. Das ist ja wichtig, können wir dann später nochmal drauf kommen, aber in der DDR war der sozialistische Realismus war die Leitidee. So, und da habe ich natürlich auch versucht, in dieser Leitidee zu arbeiten und habe mich intensiv mit Kunst beschäftigt, nach allen Richtungen hin. Und mit mir selbst und mit Spiritualität und noch andere Sachen. Und stellte fest, dass ich eben ein männliches Bild male. Also der sozialistische Realismus oder das Bild, was damit einzuordnen ist, das ist ein aus einem männlichen Geist kommt das. Und dann habe ich mich darum bemüht, nachzugucken, was ist ein Bild, was aus einem weiblichen Geist kommt. Und den habe ich dann über viele Jahre gesucht und auch gefunden. Okay, und mit diesem Ergebnis bin ich nach Brandenburg und in diesem politisch durchsetzten Verband, der
Informationen hatte von der Staatssicherheit, die hat mich dann auch versucht zu erpressen. Die haben gesagt, ja, wir nehmen dich auf, wenn du für uns arbeitest, was ich abgelehnt habe. Und dann zog sich diese Geschichte sozusagen bis 89 durch. Okay. Und kannst du uns noch erklären, was man unter weiblicher Kunst versteht? Ja, das ist eben das männliche Bild oder unsere ganze gesellschaftliche Struktur, die schöpft sich aus einem Objekt-Subjekt-Verhältnis. Und das ist geht ein missbräuchliches Verhältnis, also ein benutzendes Verhältnis hervor. Und das weibliche Bild, das ist aus einem ganzheitlichen Prozess wird das geschöpft und nicht aus diesem Objekt-Subjekt-Verhältnis. Okay, gut. Das ist interessant. Carola ist ja auch Spezialistin, da noch was hinzufügen oder sollen wir das so erstmal stehen lassen? Nö, das finde ich eine ganz runde Sache. Okay, gut. Dann kommen wir zu Verena Beck. Sie ist unter anderem Selbstbehauptungstrainerin für Mädchen und Frauen. Da würde ich gerne wissen, was ist das und wie fühlen sich deine Klientinnen aktuell? Sind die im Moment frei und emanzipiert oder ist da wieder ein Rückschritt zu sehen, der sich auch auf sie auswirkt? Vielleicht erzählst du mal. Ja, also es sind vor allen Dingen jetzt Frauen, die, ich sag mal so zwischen 18 und 28 sind, mit denen ich zurzeit arbeite. Und also in einem Berufsbildungswerk. Und die, ja, also ich würde sagen, es ist da tatsächlich ein Rückschritt auf jeden Fall. Weil, also dieses Selbstbehauptungstraining habe ich so aus mehreren Bausteinen aufgebaut. Also zuerst mal verhandeln wir darüber und diskutieren darüber, was ist eigentlich das Selbst? So. Und dann überlegen wir uns, okay, was habe ich denn eigentlich alles für Möglichkeiten, um mich zu behaupten? Womit mache ich das eigentlich? Dann gehe ich mit denen in so eine Kundalini-Yoga-Erfahrung rein, wo es halt auch wirklich darum geht, also es ist so ein bisschen militärisches Bootcamp, sage ich mal, wo man selber eben auch dann an so eine Grenze kommt. Und ich glaube, wir müssen auch an diese Grenze kommen, damit wir lernen, unserer eigenen Kraft wieder zu vertrauen, weil die muss ich erproben. Da muss ich wissen, was das bedeutet. Und dann fließt da natürlich auch Erfahrungswelten aus meinem ganzen Leben mit ein. Ich habe Kunsttherapie studiert in Ottersberg. Das war anthroposophisch orientiert. Und dann fließt da natürlich auch eine ganze Menge Theaterarbeit mit ein. So, weil klar, was brauche ich, um mich zu behaupten, ist die Stimme, ist die Körperhaltung, ist eben auch dieses gesamte Ding an psychischer Energie, ne, was ich mitbringe und wie kann ich das vergrößern. Und insgesamt ist es, ja, also ich bin immer wieder erschreckt, auch wenn dann Frauen in dieser Gruppe sitzen und wenn es dann wirklich zum Worst-Case-Szenario kommt. Okay, was mache ich, wenn ich jetzt tätlich angegriffen werde? Was tue ich dann? Wie verhalte ich mich? Dass ganz viele Frauen wirklich Angst haben, Angst davor haben, den Mann zu verletzen. Darf ich das überhaupt? Diese Frage kommt dann eben. Also selbst wenn sie selber angegriffen werden und sich eigentlich nur wehren müssten, dann haben sie immer noch Angst, habe ich das richtig verstanden? Richtig, also Angst vor den Konsequenzen, Angst davor, was passiert dann, ne? So, und ich meine, es geht darum, wenn ich angegriffen werde, geht es darum, ich muss mich in irgendeiner Form befähigen, so schnell wie möglich aus dieser Situation rauszukommen, wegzukommen. Und dafür braucht es eine gezielte, fokussierte Aktion. Und wenn ich dann anfange nachzudenken, dann sitze ich schon im Salat, ne? Aber das kannst du denen austreiben, diese Angst, oder? Ich hoffe. Also das ist der Plan, ja. Was natürlich eben auch eine Herausforderung ist, dass dieses Selbstbehauptungstraining in dem Ausbildungskontext stattfindet. Das heißt, ich habe leider nicht unendlich viel Zeit mit den Frauen, ja. Okay, gut, jetzt haben wir euch ja alle ein bisschen kennengelernt. Also ich schlage vor, wir machen eine Musik und dann gehen wir mal in der Runde durch, was wir uns, also das war ja die Frage, brauchen wir einen Frauentag? Carola hatte da auch überhaupt noch eine These zu, da kommen wir gleich drauf. Vielleicht wirft sie die nach der Pause ein.
Die ist sehr interessant. Und dann sprechen wir da mal drüber, beziehungsweise wir sprechen darüber, was würde denn ein idealer Frauentag für uns sein? Wie würde der aussehen? Aber da kommen wir auf all das, kommen wir nach einer kurzen Musik. Und jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Runde. Carola Moyers hat nämlich eine Theorie oder eine These, die sie hier in die Runde werfen will, und da sprechen wir jetzt drüber. Ja, ich möchte aber noch vorausschicken, Rosa Parks ist ja bestimmt uns allen ein Begriff. Das ist diese Revolutionärin oder Widerständlerin in der amerikanischen Befreiungsbewegung der Schwarzen. Und die hatte sich in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, geweigert, ihren Platz im Bus für weiße Fahrgäste zu räumen. Und ich weiß noch, als ich das irgendwie so bewusst wahrgenommen habe ich gedacht, was für eine tolle Form des Widerstands, also Respekt. Ja. Wirklich fantastisch. Absolut, die ist sitzen geblieben auf ihrem Platz. Ja. Genau, obwohl diese Plätze halt für weiße Fahrgäste vorgesehen waren. Das hatte mich fasziniert, und es gibt ja auch viele, viele andere Frauen, die tolle Widerstandsformen entwickelt haben. Nicht zuletzt Hannah Arendt, die eben zum zivilen Ungehorsam aufgefordert hat, auch ein unglaubliches Vorbild für mich, die bewundere ich sehr. So, das wollte ich nur vorausschicken. Zum Frauentag 2024 habe ich eine These, die ich in den Raum werfen möchte, und zwar beobachte ich sehr viel junge Männer und Frauen im Berliner Stadtgeschehen oder überhaupt in der Öffentlichkeit und sehe, wie die alle hasten und rennen. Also mit ihrem Job beschäftigt sind, mit ihrem Smartphone, die sind ununterbrochen eingebunden. Und ich habe die These, dass das Patriarchat sich mittlerweile auch auf diese jungen Männer negativ auswirkt. Also dass die gar nicht mehr davon profitieren, sondern eben auch in diesen Billigjobs oder Minijobs oder sonst wie unterwegs sind, sich vielleicht mit den Frauen dort in Konkurrenz befinden, aber dass sich das Ganze verschoben hat. Also dass eigentlich Männer und Frauen, junge, vor allen Dingen die jüngere Generation, dass die diesen schädlichen Patriarchat oder gesellschaftsschädigen Patriarchat unterworfen sind und beide Gesellschaftsgruppen sehr dadurch Nachteile beziehen. Okay, ja, das ist eine interessante These. Da würde ich bitten, dass wir einfach mal die Runde, also ich halte mich raus, die Runde, dass ihr euch dazu äußert. Was sagt ihr zu Carolas These? Katja. Also ich sag mal so, ich spreche dafür natürlich auch jetzt nur etwas für mich. Lauter. Ich betone bewusst, ich spreche dann auch nur für mich in dem Moment. Ich bin mit dem Begriff Patriarchat in dem Moment nicht ganz glücklich, weil er halt, ja, da ist sehr viel, auch weil wir halt Männer wie Frauen im Konkurrenzdruck sind, im Konkurrenzkampf sind. Und praktisch, ich sage es mal so, das System tatsächlich von uns verlangt, uns gegenseitig fertig zu machen und um, ja, ich sage mal so, einen Platz nicht an der Sonne, sondern tatsächlich so gerade mal so an der Oberfläche des Wassers zu erwischen. Und wenn man sich das mal anguckt, ja, Frauen haben da durchaus von den Männern, die versuchen, ihre Soft Skills mehr oder weniger herauszukehren, also diese Verweiblichung, sage ich mal so mehr oder weniger, diese Sanfterwerdung, dort auch im Konkurrenzkampf ja, mit auszuhalten, leider. Und das ist, man muss es halt sagen, es ist im Gesamtsystem vorhanden. Aber wie gesagt, man muss es sich genau angucken. Natürlich, Patriarchat, Männerherrschaft,
Wenn man so das Schimpfwort sagt, alte weiße Männer, das ist ja schon fast ein Meme, dann sind nicht die, ich sag mal so, diejenigen, mit denen man Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder überhaupt ja, durchleben muss, sondern das sind die, die die Konkurrenz sozusagen orchestrieren. Also von daher Patriarchat müsste man da tatsächlich dann auch wirklich benennen. Das System, ja, heißt Kapitalismus. Okay. Da möchte ich ganz kurz sagen, ja, ganz genau das ist es. Da bin ich mit dir absolut einer Meinung. Okay. Monika, was sagst du zu Carolas These? Ja, das ist der Kapitalismus, das sind Spielarten des Kapitalismus oder hier, ich sage ja, des deutschen patriarchalen Kapitalismus. Und das sind jetzt die jungen Männer oder andere Gruppen, die noch mehr ausgebeutet werden als andere. Ich bin ja spät jetzt in diesen Kapitalismus gekommen, und mein eigener Weg war eben, ich versuche mich dem zu entziehen oder habe mich versucht, dem zu entziehen, auch dem Kunstmarkt, und bin dafür, eigene Freiräume zu finden und zu schaffen. Und keine Ahnung, was da alles, wie das geht. Also es gibt ja viele Ideen. Wenn ich mich auf irgendwelchen Zukunftskonferenzen bewege, dann werden unterschiedlichste Ideen geäußert. Also es muss nicht diese Ausbeutung, die jetzt gemacht wird, es muss nicht unbedingt sein. Das andere ist natürlich, muss ich nochmal sagen, das junge und mittlere Bürgertum, was ich leisten kann, zum Beispiel in den ganzen Dienstleistungsgewerbe für sich zu benutzen. Also das geht ja wieder zurück, ne? Also wie verhalte ich mich? Bestelle ich beim Dienstleister oder eben die ganzen vielen Pizzaboten hier in Berlin, wo ich frage, ja, muss denn das sein? Ne? Also was brauchen wir wirklich zum Leben? Wir beuten uns gegenseitig aus, und das geht ja noch so weiter. Ne? Wir beuten auch die Natur aus. Aber wie Carola sagt, meinst du, dass Männer da mittlerweile genauso betroffen sind? Also ja, gerade na klar, die ich sehe auf alle Fälle. Ne? Okay. Aus irgendwelchen Gründen, meistens sind es ja Leute, die nicht deutsch sind. Also die ich jetzt hier im Prenzlauer Berg sehe, die gezwungen sind, einen Job, irgendeinen Job zu machen, ne? Warum auch immer. Und ja, oder auf dem Baugewerbe ja genauso, ne? Die ganzen Hooker und was es da alles gibt, die sprechen ja alle Polnisch, Bulgarisch. Das ist ja eine Form von Ausbeutung. Okay. Verena, was sagst du dazu, zu der These von Carola, dass Männer mittlerweile genauso... Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe da schon mit, weil es ist ja so ein, ja, wir hetzen immer mehr durch die Welt, und was passiert, wenn ich mich beeile, wenn ich irgendwo zu spät komme? Ja, ich falle erstmal raus aus meiner Mitte, und ich brauche dann erstmal wieder eine ganze Zeit, um dann wieder bei mir anzukommen. Und es ist ja, weiß ich nicht, ob es der Kapitalismus an sich ist oder das Patriarchat an sich. Fakt ist, wie ich das die Welt erlebe, dass ja, es muss immer irgendwie effizient sein, es muss immer irgendein Profit dabei rumkommen, und wir vergessen das, was uns wirklich gut tut, ja, und das ist die Zeit für Schönheit, ja. Wir haben da keine Zeit mehr für. Die wird uns genommen, weil wir denken, wir müssen irgendwo dazugehören, wir müssen uns irgendwo anpassen, und wir haben leider eben auch verlernt oder es wurde uns noch nie so richtig beigebracht, was das bedeutet, sich selbst zu beeinflussen und eben auch sich da die eigenen Gedanken zu machen, dazu zu stehen, weil es gibt ja auch immer mehr Begriffe, wenn man das sich überlegt. Ne? Jetzt gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, früher war es der Begriff Inklusion, dann nee, Integration, dann wurde es zur Inklusion, dann haben wir hier alles Mögliche an Gruppierungen, an Bezeichnungen. Wir gehen immer mehr in dieses ganze Ding der Spaltung,
und müssen uns entscheiden, ja, wo wir denn eigentlich dazugehören, ne? Und eigentlich ist, glaube ich, das so ein Identifikationsproblem, so, wo ich denke, können wir nicht einfach sagen, wir gehören zur Menschheit, Punkt. Gut, aber es geht ja jetzt erstmal, da frage ich Carola nochmal, also du sagst, junge Männer, wir sprechen, glaube ich, wirklich von jungen Männern. Wir sprechen jetzt nicht von gesettelten älteren Männern. Junge Männer sind mittlerweile genauso betroffen. Aber warum gehen sie nicht dagegen vor? Was meinst du? Sie könnten ja auch sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Männeraufstand. Wir haben ja immer nur Frauenkampf darum. Wir machen jetzt einen Männeraufstand. Wir sind emanzipierte Männer. Wir wollen das auch nicht mehr. Wir wollen eine emanzipierte Gesellschaft haben. Warum meinst du, glauben sie immer noch, sie müssen da mitrennen? Also fatalerweise, glaube ich, wird das als Gleichberechtigung missverstanden. Dieses, wir jagen demselben Job hinterher, demselben Minijob oder demselben Mindestlohn und dem Jobangebot und der Bessere oder die Bessere gewinnt. Da habe ich den Eindruck, aber vielleicht können das auch die jüngere Generation, die hier vertreten ist, es noch besser einschätzen. Also ich beobachte das ja nur, dass da eine Wandlung stattfindet. Und vor ein paar Jahren war es noch so, dass das begonnen hat. Also dass die Männer beklagt haben, dass sie halt in diesen Billiglohnsektor hineingedrängt werden. Da war die Konkurrenz mit den Frauen noch nicht Thema, aber mittlerweile hat sich das total ausgeprägt. Also da würde mich wirklich auch interessieren, was Verena und Katja beobachten oder inwieweit sie da betroffen sind oder ihre Einschätzung. Genau. Wollen wir mal mit Katja anfangen, die ja in einer Domäne zugange ist, wo viele Männer sind, also im IT-Bereich. Da müsst ihr euch den Kuchen ja aufteilen. Geh mal drauf ein, was Carola gerade ausgeführt hat. Also ich sag mal so, ich bin ja jetzt selbstständig. Das heißt, mir kann sozusagen erstmal keiner einen Job nehmen oder mich rausdrängen mit Mitteln, die man in einer großen Firma dann eventuell, wo ich dann denke, okay, Männer sind vielleicht auch sehr neigend teilweise dann auch zu Ellenbogen, wenn sie dann merken, eventuell bin ich ähnlich qualifiziert oder weniger qualifiziert. Aber ich muss aber meinen Standpunkt oder meinen Job überhaupt behaupten. Dann bin ich der Ansicht, dass da auch Männer auch Methoden benutzen, die Frauen eher, nun ja, wie du gesagt hast, ne, denn vielleicht eher vermeiden, weil sie meinen, ja, dem anderen könnte es dann vielleicht wehtun. Und ja, natürlich sind auch Frauen dazu fähig, aber ich habe es halt auch bei manchen Geschichten habe ich halt gemerkt, Frauen haben unter anderem halt wirklich das Problem, da auch die Ellenbogen manchmal auszupacken. Ne, die gehen dann eher die Vermeidungswege. Und ich sag mal so, das finde ich eigentlich ziemlich verkehrt. Also, was natürlich auch ist, in unserem gestrickten System, wie du, nee, du hast das erzählt. Und zwar die Männer, die, also die migrantischen Männer, die auch hier Arbeit finden wollen und irgendwie zu Geld kommen wollen, die sind leider, und ich habe es aus, ich sag mal so, ich habe es fast jeden Tag vor der Haustür, man nennt das den Bauarbeiterstrich, wirklich. Ich bin ja der Ansicht, das unterscheidet sich nicht großartig von tatsächlicher Prostitution und ich sag mal, die tragen auch jeden Tag ihre Haut zum Markte und wir haben sie dann ein paar Straßen weiter, denn als die Baustellen monatelang sozusagen mal bezahlt, mal unbezahlt von der Stadt stehen gelassen wurden, öfter mal gesehen und wir wussten ganz genau, also die werden nicht gerecht bezahlt. Also die werden da auch gegeneinander ausgespielt, der Vorarbeiter gegen die da einfach mal auch schnell von der Baustelle wieder weg sein können. Ich sage mal so, was hat das, ich sehe da keinen großen Unterschied zu Prostitution, ehrlich gesagt.
also die Arbeitswelt, ist pervers in sehr vielen Ebenen. Da braucht man, ich sag mal, so nicht nur auf die Baustelle gucken, da kann man in jede Firma reingucken. Übrigens diese Lieferfahrer, ne? Also ja, die werden massiv betrogen. Und die denken, Kraft ihrer Beine können sie da ordentlich wirtschaften, werden aber trotzdem mit miesen Tricks, das ist ja, funktioniert alles per Apps, per Steuerung, wenn die einmal aufmucken, bekommen die keine Aufträge mehr und sind dann, ich sage mal so, weg vom Fenster. Also dann können die in dem Job, in der Firma denn kaum noch zu Geld kommen, ne? Also kaum ihren Lebensunterhalt verdienen. Selbst wenn sie arbeiten wollen, können sie dann sozusagen erstmal kaum etwas für sich tun. Und da gibt es übrigens, nennt sich Aktion Arbeitsunrecht, da kann man sich mal informieren, wie das da wirklich läuft. Also da gibt es ein paar gute Leute, die dort auch investigativ unterwegs sind und sich organisieren. Okay. Ja. Nochmal an Verena, also ich stelle jetzt mal so die Gegenthese zu Carola auf, ganz provokativ, und sage, okay, aber wenn es jetzt zum Beispiel dahin geht, es ist im Moment nicht der Fall, wir haben ja im Moment, wenn man den Medien glauben darf, einen Arbeitskräftemangel, ich nehme das mal so auf, das können wir jetzt auch nicht klären, aber wenn wir jetzt einen Arbeitskräfteüberschuss hätten, würde ich jetzt die These aufstellen, dass den Frauen gesagt werden würde, ihr könnt auch zu Hause bleiben, aber den Männern eben nicht. Das wäre so die Gegenthese zu dir, dass ich sage, dass die Frauen dann eben doch, oder dass die Männer dann doch eher profitieren würden, indem sie irgendwie die verbleibenden oder knappen Arbeitsplätze kriegen. Wie siehst du das zum Beispiel auch in deinem Job? Ja, das ist eine gute Frage. Also jetzt in meinem Job, jetzt im sozialen Bereich, haben wir ja eigentlich Frauenüberschuss, ne? In den ganzen Berufsgruppen. Und die Männer sind diejenigen, die da heiß begehrt sind, weil wir müssen natürlich auch irgendwie da ausgeglichen sein. Das heißt also, was ich eben auch schon erlebt habe, ist, dass eben Männer bei Vorstellungsgesprächen, ja, ach super, es ist ein Mann, wir haben ja jetzt ja auch Leute, Auszubildende, zu Betreuende, ne? Die Männer sind, die können ja nicht nur von Frauen betreut werden und die müssen dann oftmals jetzt auch nicht so viel mitbringen, ne, in dem Bereich. Ich sehe es jetzt aber auch bei unseren Auszubildenden, also wir haben ja eben auch Ausbildungsberufe, wo es genau andersrum gelagert ist, wie beispielsweise im Metallbereich, im Holzbereich oder Elektro, wo mehr Männer grundsätzlich in den Ausbildungsgruppen sind und dann hast du vielleicht einmal in einer Gruppe eine Frau oder mal zwei, wenn du Glück hast. Und da sind die Frauen tatsächlich auch, sag ich mal, so ein Faktor, der ein bisschen zur Entspannung dabei trägt bei den Männern. Weil die Männer, ne, die haben halt ihre Hackordnung, ihr hierarchisches Ding. Wer hat den Größeren? Das wird dort verbal gespielt. Das machen wir Frauen ja sprachlich jetzt nicht so. Wir wollen uns ja eher austauschen, Verbindungen schaffen. Und wenn dann da eine Frau in so einer Gruppe dazwischen ist, das entstresst dann eben auch schon so ein bisschen das ganze Ding. So insgesamt auf dem Arbeitsmarkt, ich würde schon sagen, wir sitzen halt alle in einem Boot, ne? Wir haben halt alle irgendwie auch so dieses Drama mit diesem System. Also ihr fühlt euch jetzt, wenn ich das nochmal in die Runde geben darf, ihr fühlt euch jetzt nicht, wenn wir mal beim Arbeitsmarkt bleiben, wir kommen gleich nochmal zum Kunstbereich, wenn wir beim Arbeitsmarkt bleiben, ihr fühlt euch jetzt nicht aufgrund eures Geschlechts schlechter gestellt, habe ich das richtig verstanden? Kunst kommen wir nochmal speziell, Carola und Monika. Ich sag mal, im Moment nicht viel schlechter als die, okay, Männer. Manchmal ist tatsächlich Frausein ein Faktor, der sehr kritisch beäugt wird. Gerade wenn es um längere Arbeitszeiten geht, gerade wenn es darum geht, oh, könnte sie noch fruchtbar sein, könnte sie noch Kinder wollen, ne? Und dann ausfallen. Also solche Sachen spielen damit rein. Aber ich sage mal so, wir sind da genau so hingeworfen und ich sage so, wir tragen da alle unsere Haut zu Markte, die da nicht hingehört, weil Menschsein und Arbeitstier sein, das ist
da gibt es ganz große Konfliktfelder, okay. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Und Verena, nochmal, fühlst du dich irgendwie als Frau im Moment im Arbeitsbereich benachteiligt oder meinst du, du sitzt mit den Männern in einem Boot? Also jetzt in meinem Job aktuell nicht. Ich glaube aber, dass wir, dass Frauen schon auch dahingehend oft diskriminiert werden, auch wie ich das von Bekannten mitbekommen habe, ist halt so dieses Ding, ne? Die Männer, die machen so ihren Klüngelkram am Stammtisch, sage ich jetzt mal, und die Frau, die muss halt 10-mal so viel leisten, 3-mal so viel leisten, je nachdem, um da eben anerkannt zu werden. Ist natürlich auch immer eine Frage der Branche, ist auch immer eine Frage, wie tritt die Frau da auf und durchschaut sie dieses Spiel oder ist ihr eben, ne, es gibt nicht viele Frauen, die dann eben auch sagen, okay, gut, dann, wo gehobelt wird, da fallen Späne, ne, dann findet dieser Mann mich jetzt halt blöd, wenn ich das auf die und die Art und Weise argumentiere oder die und die Aktion mache. Also zu konfliktunfähig, sagst du? Ja, es gibt auch Männer, die konfliktunfähig sind. aber auch diese Konfliktunfähigkeit kann eine Waffe sein. Okay. Monika, ich komme mal zur Kunst. Sie hat gerade so ein gutes Stichwort gebracht, nämlich diese Bünde. Da habe ich auch im Kunstbereich das Gefühl, das machen Männer, die schließen sich zusammen zu bestimmten Bünden. Komme ich auch gleich nochmal bei dir, zu dir. Und das können Frauen nicht. Da ist die Frage, warum machen Frauen das nicht auch? Also Männer ordnen sich gerne in Hierarchien ein und ordnen sich dann aber auch tatsächlich ein, auch wenn sie vielleicht nicht ganz oben stehen. Und Frauen können das irgendwie nicht. Da, also erstmal haben sie wahrscheinlich eine Allergie gegen Hierarchien und dann können sie sich auch nicht einordnen. Da, was ja offenbar, ich will das jetzt nicht loben, so eine Hierarchie, aber was ja schon in dem Fall ein Nachteil ist, dass sie es nicht können. Wie siehst du das im Kunstbereich? Ja, mein Problem im Kunstbereich, Frauen können sich nicht einigen, sind nicht zielgerichtet, arbeiten wenig zielgerichtet. Also kleine Strecken wohl, aber jetzt, für, was ich vorhätte oder vorhabe, das scheiterte alles, das ging nicht, weil... ja, weil auf einmal alle anfingen, was anderes zu machen, sage ich jetzt mal. Keine Lust mehr hatten oder das zu schwierig wurde, das Problem. Dann bin ich sehr enttäuscht. Die Männer schließen sich zu Gruppen zusammen, arbeiten zielgerichteter, konstruktiver. Warum können Frauen das nicht? Ja, frag mich nicht. Okay, Carola, kannst du da was zu sagen im Kunstbereich? Wir sind jetzt speziell beim Kunstbereich. Warum können Frauen das nicht? Ich will das nochmal schnell sagen, wenn euch das interessiert, die könnt ihr euch anschauen. Die ist bei Kieke Maffel in Berlin im Kanal, die Sendung mit Carola, die im Kunstbereich auch einiges erlebt hat, diese im vergangenen Herbst, also unter Frauen. Mit schlimmen Konkurrenzdingern, warum können Frauen nicht wie Männer Bünde schmieden und jede ordnet sich irgendwo ein und dann kommt man sozusagen gemeinsam ans Ziel, auch wenn man nicht ganz oben steht in der Hierarchie. Warum machen Frauen das nicht? Also ich denke, das hat mit der Geschichte auch zu tun. Also dass man, dass Frauen, also man ist ja nicht nur ein Individuum, sondern trägt auch Geschichte in sich und die Entwicklung der Gesellschaft und bekommt das irgendwie mit, auch über seine Vorfahren, über seine Ahnen. Und die mindere Stellung von Frauen oder die Schwierigkeiten, sich zu professionalisieren und die Sonderstellung und der Kampf um den Beruf. Wir müssen auch mal überlegen, dass viele Berufe erst seit 100 Jahren, 120 Jahren für Frauen möglich sind. Also ein Studium für Medizin oder die Lehrerinnenausbildung. Das ist wirklich ein Katzensprung in der Geschichte. Weit liegt das zurück. Während das bei Männern 500, 300 Jahre zurückliegt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das prägt eben auch dieses Verhalten, auch dieses verkürzte Verhalten. Ich habe insbesondere eben bei Künstlerinnen bemerkt, dass sie sich gar nicht den Raum holen, den man braucht, um sich
professionell zu etablieren, um Ideen zu entwickeln, um Ansätze zu formulieren, um sich gut und professionell und konzentriert zu bewerben, um Netzwerke aufzubauen. Und diese Netzwerke sind bei Männern eben über die Jahrhunderte schon gewachsen. Und gerade der Kunstbereich ist ja traditionell, also nähert er sich aus dieser Geschichte. Okay. Das würde ich in diesem Bereich sagen. Ich kann jetzt nicht für alle Berufe sprechen. Ich denke, man kann so allerhand auch übertragen auf andere Frauenberufe oder auf andere Existenzbereiche von Frauen. Ich bin der Meinung, dass wir Frauen, wir haben es sehr gut in der Gesellschaft, wir haben die Bildungsmöglichkeiten sind da, wir können uns groß entfalten. Und nutzen diese Qualitäten aber nicht genug. Okay, das ist deine Meinung. Also man, die Frauen, dass sie sich von sich aus zurücknehmen? Ja, okay. Ja, und das muss ich noch dazu sagen. Ich führe das, natürlich spielt die Geschichte eine Rolle. Aber in dem Sinne, in der momentanen Möglichkeit, liegt es ja an meinem eigenen Einsatz und wie ich damit umgehe. So, und da nehmen sich die Frauen zurück. Ich denke mir, das ist von der Umwelt zu sehr geprägt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Mode beobachte, wie die Frauen, wie soll ich das sagen, also sich gestalten. Als, ich nehme das Wort jetzt wirklich Püppchen, was anderes fällt mir nicht ein. Also ihre sich so gestalten, dass sie sich Zwänge antun. Ne? Also sie sind nicht laut, sie treten nicht laut auf oder sitzen eben immer brav da und so weiter und so fort. Das passiert ja alles durch Manipulation von außen. Da wird ja ein Frauenbild ständig produziert, was diesem Bild, worüber wir gerade gesprochen haben, nicht entspricht. So, da muss sich die Frau klar sein, dass sie sich anders in ihren eigenen Räumen zu bewegen hat oder eben sich ausleben muss oder durchleben und wachsen muss oder sollte. Ne? So, das ist meine Beobachtung. Da würde ich gerne auch noch was ergänzen. Das finde ich total wichtig, was Monika sagt. Und ich möchte einfach den Begriff der Selbstzensur auch hier in unseren Diskussionsraum reinbringen. Da weißt du, Verena, vielleicht auch noch was zu erzählen. Nur so viel, wie gesagt, ich habe ja mit einem großen Künstlerinnennetzwerk über mehrere Jahre zusammengearbeitet. Und da ist diese Selbstzensur, also was darf ich überhaupt und wie darf ich mich ausdrücken und huch, was ist nicht gesellschaftsfähig und was ist nicht angesagt und was könnte mir schaden, das ist wahnsinnig ausgeprägt und ist in der Corona-Zeit natürlich verständlicherweise nochmal verstärkt worden, wo ja Verhaltensmaßregeln unser aller Leben unglaublich bestimmt hat. Das ist ja im Grunde, wie du vorhin gesagt hast, also jetzt natürlich nicht dasselbe, aber von der Struktur, dass Frauen sagen, ja, ich darf mich noch nicht mal wehren, wenn ich angegriffen werde, was Carola gerade gesagt hat. Genau, also ich beobachte das eben, also auch an mir selber, ne? Das war ewig lange, jahrelanger Prozess. Wir lassen uns einfach wesentlich schneller verunsichern als Männer. Das ist einfach mal Fakt. Und ich glaube, dass wir da eben auch so schon so, man kann es jetzt natürlich nicht alles immer über einen Kamm scheren, aber so, ich sag mal, so diese Mainstream-Frau, der Mainstream-Mann, dass wir in zwei unterschiedlichen Bewusstseinsbereichen unterwegs sind. Ne? Die Frau, so erkläre ich das immer bei dem Selbstbehauptungstraining, die Frau ist unterwegs in ihrem 16-Zimmer-Palast. Ja, also was brauche ich dafür, um diesen 16-Zimmer-Palast zu managen? Ich habe 16 Fenster, ich habe einen Flur, ich habe Türen. Ja, und wenn dann da irgendetwas passiert in diesem 16-Zimmer-Palast, dann kann es sein, dass das eine Seuche ist, die durch alle 16 Zimmer meandert. Und dann muss ich erst mal gucken, wo
ist eigentlich der Auslöser? Wo ist da diese Ursache? Und wenn mich jetzt jemand fragt, ja, okay, hey, wie siehst du das? Positionier dich mal dazu, ja? Dann renne ich innerlich durch meinen 16-Zimmer-Palast und gucke durch jedes Fenster, durch jede Tür, welche Perspektive kann ich dazu einnehmen? Was macht Sinn? Ja, im Vergleich dazu, also liebe Männer, nicht beleidigt fühlen, ne? Es ist auch ein Kompliment, auch wenn man es nicht vielleicht gleich hört, wenn ich das jetzt sage. Im Vergleich dazu sitzen die Männer in einer Einraumwohnung, ne? Wohnt Klo, Küche, Bad, ein Fenster zu einer Seite raus. Und das beobachte ich eben auch bei den Teamcoachings, die ich so mache. Wenn ich mit den Auszubildenden, mit einer reinen Männergruppe arbeite, dann dauert das, wenn es dumm läuft, 2 Stunden, dann sind diese Männer alle in einer Spur und sind in der Lage, in eine Richtung zu gucken. Wenn ich eine reine Frauengruppe habe, dann dauert das um einiges länger, weil dann sitze ich da, gucke durch mein 16-Zimmer-Palazzo und muss dann erstmal diese ganzen 16-Zimmer-Palazzi der ganzen Frauen verstehen und gucken, welcher Mann oder welche Medienklatsche hat dir jetzt irgendwelche dreckigen Schlüpper in irgendwelches Zimmer gelegt, ja? Und wie kriegen wir die da raus? Und das dauert, ne? Und gleichzeitig ist dieses Ding aber eben auch, wenn wir es schaffen, unser 16-Zimmer-Palast aufzuräumen, ja, das heißt, das kostet jeden Tag, in meiner Welt kostet das viel Zeit. Ich setze mich jeden Abend hin und gucke in die Landschaft, ja, und aber wenn ich dieses 16-Zimmer-Palazzo aufgeräumt habe, dann habe ich aber auch eben um ein Vielfaches mehr Kraft und um ein Vielfaches mehr Potenzial. Also super Beitrag, weil das Bild finde ich auch so schön, dieser 16-Zimmer-Palast, das trifft es dann auch so im Gegensatz zu den Männern, die da in ihrem Ein-Zimmer-Apartment sitzen. Darf ich was dazu? Genau, ja, dazu genau. Noch. Was Gegenteiliges. Also ich bin mehr der Typ, ich hatte vielleicht 16 Zimmer und musste mich immer wieder dafür entscheiden, ein Zimmer abzugeben, um weiterarbeiten und leben zu können. Und dadurch habe ich mich mehr konzentrieren müssen und natürlich intensiver meinen Weg gehen können. Und vielleicht liegt es auch daran, wo ich sage, wir Frauen sind doch auch sehr verwöhnt. Ne? Und wenn alle 16 Zimmer unbedingt brauchen, kann das auch eben zum Hemmnis werden. Ja, es braucht eine Organisation. Es braucht eine Organisation und eine Struktur und einen Plan, wie kriege ich da Ordnung in die Bude. Ja, ja. Wenn dazu noch was kommt, gerne, sonst machen wir erstmal eine Musik. Katja, dazu noch zu dem 16-Zimmer-Palast. Ich wollte nur mal sagen, also was, ich sag mal, typisch, eine typisch weibliche Angelegenheit ist, denn diese ganzen Sachen auch noch harmonisieren zu wollen. Ich glaube, das ist ein ganz, warum das halt auch so lange dauert. Man möchte mit jedem harmonisch klarkommen und ich glaube, Männer sagen, nee, ich kau da drauf und guck mal, wie er mit meiner Meinung klarkommt. Und dann wird harmonisiert, weil die anderen haben dann die Arbeit mit der Harmonisierung. Ich wollte nur eben sagen, dazu zu Katja, war interessant, dass Verena gerade sich, bevor sie was gesagt hat, sofort entschuldigt hat, dass sie jetzt was bevor du das mit dem einen Raum in die Runde geworfen hast, sich erstmal bei Männern entschuldigt, dass du das jetzt in die Runde wirfst. Das ist wahrscheinlich das, was du meintest. Ne? Ja, auch. Naja. Also es ist mir aufgefallen, das Harmonisierungsbedürfnis und je mehr Frauen es dann in einer Gruppe werden, desto mehr muss harmonisiert werden. Muss es gar nicht. Das, man kann auch mal gucken, was sich Kreatives aus den Konflikten entwickelt. Aber das ist bei Männern, die gehen dann eher dieses, also die gucken dann eher, was sie dann aus den Konflikten machen. Und bei den Frauen, nee, keine Konflikte. Nee. Jetzt auch nochmal so kleine Grätschereien, eine Überschrift dafür, das liegt am Rollenverhalten. Ja? Wir werden eben zu einem bestimmten Rollenverhalten erzogen und wir können uns 3 Tage über bestimmte Situationen, wo wir genauso reagieren, wie das Rollenverhalten es uns vorschreibt, sprechen und ich würde auch gerne da mal eine Ebene höher gehen. Und schauen, ja, warum sind wir immer noch so in diesem Rollenverhalten drin? Ne?
Ja klar, weil wir so, ich will das mal eben reinwerfen, weil wir so erzogen worden sind. Ich bin so erzogen worden, ich habe zwei Brüder. Wenn wir einen Ausflug gemacht haben, dann wurde ich in die Mitte gesetzt und da wurde ganz klar gesagt, setz du dich bitte dazwischen, dass die beiden sich nicht wieder hauen oder streiten. So bin ich erzogen und aufgewachsen. Ich fand das ganz normal, dass ich also in der Mitte zu sitzen habe, damit die beiden sich nicht streiten. Also, und ich denke mir, da bin ich wahrscheinlich nicht die einzige Frau, die so aufgewachsen ist. Also das zum Thema Harmonie, ne? Monika, dann erklär uns mal, warum das Prinzip des weiblichen Chaos ist. Erstmal vorher das Weibliche und Männliche, das sind von uns gemachte Bezugsgrößen. Also das ist geistige Bezugsgrößen und weiblich Natur. In den großen patriarchalen Religionen wird Natur mit weiblich zusammengebracht. So, und die, das Ursein kommt aus dem Chaos, also aus der Natur, aus dem dann Weiblichen. Und alles hat eine Ordnung, braucht eine Ordnung, ordnet sich auch, also die Natur ordnet sich selbst auch. Und unsere Gesellschaft oder alle Gesellschaften haben auch eine Ordnung in sich, sonst könnten wir auch nicht leben. Und für mich ist es wichtig, und jetzt komme ich auch einen kleinen Schlenker zur Kunst, was das für eine Ordnung ist. Und aus dem Weiblichen heraus, das ist meine Erfahrung, die ich auch beweisen kann, ist, dass das eine weibliche Ordnung sich aus sich selbst herausbildet. Also die zur Umwelt und zu sich selbst ständig im Bezug steht, also zum Gegenüber auch im Bezug und zu sich selbst und aus diesen Bezügen den besten Lebensumstand, also welcher Bezug eben das Leben fördert und unterstützt, herausnimmt. Und das sind zum Beispiel auch, ich sage, das sind dann aus sich selbst wachsende Strukturen. Das sind keine Strukturen, die geistig auf eine Gesellschaft von oben draufgelegt werden. Und in dieser Struktur leben wir. Deswegen können wir auch sagen, hier die Schichten, junge Leute werden ausgebeutet oder andere, die Natur wird ausgebeutet, missbräuchlich benutzt. Das ist eine Struktur, die von oben geistig draufgelegt wird. Kann ich dann noch mal einen Bezug zu unserem Gespräch vor der Musik bringen? Und zwar kann es sein, wenn das Prinzip des weiblichen Chaos ist, dass wir deshalb nicht weiterkommen? Oder ist das jetzt zu platt gedacht? Oder haben wir zu viel Respekt vor dem Sicherheitsbedürfnis der Männer? Tja, oder so. Ja, wir haben zu viel Angst vor dem Chaos. Also, wir sind so angepasst, dass wir da überhaupt nicht mehr umgehen können. Okay. Das ist eine Behauptung von mir. Okay, ja. Was sagt ihr dazu? Katja? Carola? Also, ja, ich habe gerade diesen Gegensatz Chaos-Ordnung. Also, wenn man jetzt so sagt, Ordnung ist das eher das männliche Prinzip und Chaos das weibliche Prinzip, also dass aus dem Chaos etwas entsteht und sich etwas entwickelt. Und aus der Ordnung entsteht eher wenig, würde ich mal sagen. Da entsteht Starrheit und wenn man es jetzt in diesen Gegensätzen sagt, wenn man sagt, okay, das sind vielleicht keine Gegensätze, die bedingen sich gegenseitig, weil Ordnung zerfällt auch irgendwann wieder und wird zu Chaos und dann fängt der ganze Zirkel wieder von vorne an, dann kann man sagen, ja, die müssen sich ja eigentlich gegenseitig bedingen, beziehungsweise brauchen sich auch gegenseitig, damit Bewegung weitergehen kann. Also ist jetzt ganz wild. Ja, da muss ich jetzt aber mal widersprechen. Ja. Die Ordnung, die ich meine, oder das habe ich ja auch gesagt, ist eine Ordnung, die sich bezieht. Wir leben aber, das ist das Weibliche, wir leben in einer Bezugsordnung im Weiblichen. Das, worin wir heute in der Gesellschaft leben, das ist eine Bezugsordnung, die konstruiert wurde aus einem Machtverhältnis heraus. Also das ist ein Gedanke, ein Geist, der die Macht verteilt und leitet.
und nicht den Bezug, der das Leben unterstützt. Das sind zwei entgegengesetzte Auffassungen von Ordnung. Und die Ordnung, die ich meine, das sind nämlich dann auch Fraktale letztendlich. So, und Fraktale wachsen aus sich selbst heraus. Und die werden nicht von oben aufgehiepft und künstlich gebildet. Also das heißt, die Ordnung, in der wir leben, die ist völlig frauen- und lebensfeindlich. Die ist frauen- und ja, lebensfeindlich und dann insbesondere noch, sage ich mal, frauenfeindlich, weil der Missbrauch dann mit einkalkuliert wurde. Carole? Ja, ich habe mir noch mal gerade Gedanken gemacht über das Verhältnis Chaos und Ordnung. Und soweit ich das jetzt im Laufe meines Lebens und Berufslebens beobachten konnte, sieht es so aus, dass das männliche Prinzip, und das leben ja viele Frauen auch, das männliche Prinzip ist eine Art von Reproduzieren einer äußeren Ordnung, also von Regeln, Gesetzen, das muss man so machen, sein Unternehmen muss man so und so machen und die und die Punkte muss man abarbeiten, dann wird man erfolgreich. Und das weibliche Prinzip, ich weiß nicht, ob ich es als Chaos bezeichnen würde, aber das weibliche Prinzip wäre die Gegenform, die einfach guckt, was da ist gerade und die auf das reagiert, was die Verhältnisse gerade da bieten und dann etwas daraus gestalten. Und das können, da würde ich auch sagen, das können Männer auch wie Frauen. Also es sind Prinzipien, die sich uns anbieten, wo beiderlei Geschlechter auch darauf zugreifen können. Also die Angebote sind da, nur es wird eben viel zu wenig genutzt. Aber da würde ich jetzt nochmal den Ausgangspunkt in die Runde werfen, und zwar, wie können wir dann erfolgreicher werden, wir Frauen? Das vielleicht nochmal rundherum. Also so, was Monika gesagt hat, wir leben im Grunde in einer Gesellschaft, wo wir, also wir leben lebens- und frauenfeindlich. Wie können wir das denn ändern? Ich meine, das können wir ja so nicht hinnehmen. Also Männer schaffen das ja auch, das hatten wir ja schon, sich zu organisieren. Was wäre denn jetzt für uns, vielleicht nochmal der Reihe nach, was wäre denn jetzt eurer Meinung nach für uns eine gangbare Lösung? Schwierig. Okay. mir kam gerade so der Gedanke, es gab eine schöne Doku auf Arte vor kurzem, ja, ich glaube, die ist ein paar Jahre alt, aber inzwischen, da wurde auch über weibliche Sportler, also Sportlerinnen berichtet, an denen man inzwischen, also ich habe ja gestaunt, es ist ja ziemlich lange bekannt, dass Frauen einen Zyklus haben. Und dass der die auch beeinflusst hormonell, das sollte man nicht verleugnen, also es ist einfach mal Tatsache. Und dass dort in der Sportmedizin wohlgemerkt, nicht in der normalen Medizin, da ist es, ich sage mal so, da muss man sich dann selbst drum kümmern, aber halt erforscht worden, wie kann man sozusagen den Körper, auch geistiges Training ist, kann man auch damit fördern, in diesem Zyklus fördern und wie kann man da sozusagen auch größere Erfolge erzielen, als, ich sag mal so, jemand, der nicht diesem Zyklus unterworfen ist und einen auf Frauen abgestimmten Trainingsplan. Okay. Haben da schon viele Frauen zu großen Erfolgen geführt. Und ich sage mal, warum sollten wir unsere, also diese Last, die ja eigentlich da ab einer gewissen Zeit denn auf uns so niedergedrückt wird mit diesem Zyklus, warum sollten wir die nicht zu einem Vorteil, ich sage mal, umdrehen, damit leben, damit einplanen, auch das vom Arbeitgeber, wenn man einen hat, einfordern, lebe, also gib mir Arbeit nach meinem Zyklus. Ich sage es mal ganz, es ist vielleicht eine wilde wilde These, aber tatsächlich, wenn man sich nach seinen besten Zeiten richtet, kann man auch, ich sage mal, in wesentlich kürzere Arbeitszeit, auch wenn man sie verkürzen muss, es wird ja hier nach Arbeitsstunde abgerechnet jedes Mal und nicht nach Erfolg, habe ich immer den Eindruck, ja, also wenn man da ist, wenn man online ist, wenn man anwesend ist, das wird gezählt, nicht wie viel man leistet manchmal, also das ist
in Deutschland, ja, manchmal furchtbar. Aber tatsächlich ein bisschen Zeit zu nehmen, um zu gucken, wie funktioniert man selber. Also das wäre für dich ein Erfolgsrezept, da einfach mehr auf sich zu hören. Ja. Okay. Gut. Das, ja. Gut. Ja, dazu kann ich schon. Können Sie kurz anhören? Ja, du sprichst jetzt einen Teil an, ich komme immer mehr auf das Weibliche, weibliche Kunst. Das heißt ja auch weiblich gegründet. Und das wäre, der weibliche Grund wäre zum Beispiel, sag ich mal, hin zur Ebene des Chaos oder aus der Natur gegründet zu sein. Und dazu gehört auch unser weiblicher Leib. Und auf den müssten wir viel mehr achten und hören. Und durch die Entwicklung, keine Ahnung, wann das angefangen hat, sicherlich schon ein paar hundert Jahre, ist der weibliche Leib, wird nicht mehr so gesehen in seinem, als Weisheitsorgan, wie es in Wirklichkeit ist. Und wir lassen uns diese Weisheit nehmen. Ein Beispiel ist eben davon die Menstruation, dass die Frauen sich schämen oder jahrelang wurde den Frauen der Uterus entfernt. Das ist für mich das Weisheitsorgan schlechthin. Überhaupt der ganze Unterleib. Wird ja jetzt auch von vielen Frauen danach geguckt, was das eigentlich aus der Weisheit heraus gesehen bedeutet. Also wir haben ein anderes Leibesempfinden als der Mann, und durch dieses Leibesempfinden machen wir einige Erfahrungszyklen mehr durch als der männliche Leib. Und das sind intuitive Erfahrungen. Also die lernen wir nicht, brauchen wir nicht über den Kopf zu lernen, sondern die erfahren wir aus uns selbst heraus. Und meins ist, dass wir Frauen viel mehr in diese Intuition, in diese Weisheit schauen, und dann kommen wir nämlich auch zu unserem Selbstbewusstsein und zu unserer Kraft. Das Patriarchat hat über viele, nicht nur bei uns, ich kenne das jetzt vom I Ching zum Beispiel oder auch, okay, das ist jetzt weg, ist egal, dass die Polung in uns, die energetische Polung wurde ständig vertauscht, sodass wir nicht mehr mit der Erde gleich verbunden sind und uns benehmen, eben als wenn wir fliegen würden. Und durch diese fehlenden Verbindungen haben wir auch eine fehlende Verbindung zur Erde, zur Natur. Also im Grunde sind wir wieder am Anfang, wo wir gesagt haben, der Kapitalismus macht die Menschen zu Arbeitstieren und wie gesagt... Aber drüber steht das Patriarchat. Ja, so. Er wischt alles Persönliche und Individuelle weg. Kann Carola? Wollte gerne noch etwas einbringen von meinem Vorbild Hannah Arendt, die ja auf das wilde und freie Denken hingewiesen hat. Und das finde ich so eine faszinierende These. Wenn wir uns da hineinbegeben und dieses freiheitliche Denken, also die Gedanken sind ja frei, bekanntermaßen, wenn wir uns da hineinbegeben und diese komische Selbstzensur, also diese Stimme in uns, die dann sagt, ist das denn richtig und gehört sich das denn und störe ich da jemanden oder komme ich da jemanden in die Quere oder sonst irgendwelche komischen, überflüssigen inneren Reglementierungen. Also wenn man diese innere Stimme aufgibt und sich diesem kreativen, freiheitlichen Denken hingibt, und man sieht ja, wie die Hannah Arendt gesprochen hat und geschrieben hat und was sie alles auf die Beine gestellt hat, die hat das einfach praktiziert in ihrem Leben. Dann haben wir eine Perspektive als Frauen. Okay, also im Grunde, ja, wie wir schon anfangs gesagt haben, oder du hast es ja im Grunde gesagt, ich fand dieses Bild so schön, dass Frauen selbst, wenn sie selber angegriffen worden sind, wenn sie selber angegriffen werden, noch überlegen, ob sie jemanden verletzen, ja, ne? Ob sie sich, also das ist im Grunde so dieses Bild, was wir hier am Tisch heute als Leitbild haben. Ja, und ich glaube auch, dieser Schlüssel ist einfach,
dass wir eben uns nicht immer Gedanken darüber machen, ja, oh, kann ich das denn gut genug, kann ich mich jetzt dann damit irgendwie zeigen, sondern dass wir uns dann eben auch nicht verunsichern lassen, wenn uns dann jemand irgendwie fragt, ja, ey, kannst du das überhaupt? Dass wir uns hinstellen, ja, ich mache das, weil ich es kann. Punkt. Ne? Und nicht dann durch dieses 16-Zimmer-Palazzo zu rennen und denken, oh shit, wo kriege ich denn jetzt eine Rechtfertigung her? So, sondern wir können das dann auch einfach mal so stehen lassen. Und ich glaube, dass der Schlüssel zu der Frage von vorher, ich glaube, dass der Schlüssel vielleicht ist, dass wir Frauen einfach auch konsequent uns Zeit dafür nehmen, zu lernen, eben, wie Monika auch schon sagte, in diese körperliche Erfahrung, in diese Erkenntnis, in diese körperliche Erkenntnis zu kommen und zu sagen, ja, okay, ich kriege das jetzt hin, mich mal selbst mit meinem Körper zu beeinflussen, weil in der Praxis könnte sich dann tatsächlich folgendes Szenario ereignen, weil es heißt ja so schön, hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau. So. Und diese Frau gibt diesem Mann ihre Energie. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass irgendwie verschiedenste Frauen von verschiedensten Kriegstreibern einfach sagen, pass auf, Schatz, wenn du da jetzt ein Bömpchen wirst, dann gibt es heute Nacht keinen Sex. Ja? Dann würde sich vielleicht auch vieles erledigen, was wir hier an Dramen auf diesem Planeten haben. Kann ich jetzt? Monika, ja, es ist nochmal ein Stichwort für mich gefallen. Das, was lebenserhaltend ist, ist zum Beispiel für mich, für Frauen, dass sie gegen jede Tötung von Leben sind. Und dazu gehören auch die Kriege, die von den Männern angefangen werden, die Männer hauptsächlich durchführen. Und das wären zum Beispiel gesellschaftliche Ereignisse, wo die Frauen ganz klar nach außen ihre Stimme geben könnten. Ja, aber wenn ich mir angucke hier, wir haben ja eine Frau von der FDP, ich will jetzt keine Namen nennen hier, die haben wir ja im Bundestag sitzen, die also nur drauf geiert irgendwie, dass Waffen im Moment in Kriegsgebiete geliefert werden, dann fragt man sich auch, was funktioniert mit dieser Frau nicht? Also ich erwehre mich ein bisschen dagegen zu glauben, dass Frauen da im Kriegsfall weniger blutrünstig sind. Ja, sie sind ja dann im Kriegsfall dabei, ne? Also ja, es gut, muss ja vorher eine Entscheidung stattfinden. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich sag Nein dazu und dann ist das so. Ja, stimmt, sie sind nicht dabei. Ich habe einen Sohn, ich musste mich ganz früh damit beschäftigen. Okay, gut, okay. Katja, noch dazu, sonst würde ich noch eine Musik machen, aber bitte noch gerne dazu. Ich sag mal so, auch in der Begriffsverwirrung, die ja überall stattfindet, wird das, was ja unsere weiblichen KriegshetzerInnen, darf ich mal gendern, ja, in dem Fall ist es ja statthaft, wird das ja als feministische Außenpolitik bezeichnet. Da denke ich mir allen Ernstes, da möchte man echt was schmeißen, wenn man sowas hört. Was hat das mit Feminismus zu tun, wenn man anderen Müttern ihre Kinder wegbombt oder dazu auch noch Waffen liefert? Aber ich sage mal so, wir Deutschen sind ja nicht die Einzigen. Es gab ja auch zum Beispiel auch eine Frau Thatcher, man verzeihe mir die Aussprache, ich bin da nicht geschult drin im Englischen, die sich ja auch nicht nehmen lassen hat, unsinnige, völlig widersinnige Kriege zu führen, beziehungsweise zu unterstützen. Ja, also und die perverseste, ich sage mal wirklich auch Patriarchatspolitik, wenn man es mal so nennen darf, durchgedrückt hat, auf perverseste Art und Weise. Also solche auch, Frauen gibt es leider auch. Auch im Sozialbereich hier, Mrs. Thatcher, ne? Also ja. Ja, danke. Das ist ein Trick des Patriarchats heute. Von früher weiß ich jetzt keine Beispiele, habe ich nicht im Kopf. Dass ständig Begriffe auch neu definiert werden, neue Inhalte bekommen. Und zum Beispiel ist das so, als ich vor 40 Jahren oder 50 Jahren mit weiblich angefangen habe, war das im Osten ein Fremdwort. Ja? Da wurde nichts als weiblich bezeichnet. Da hieß es auch noch, wenn man heute weiblich in dem Sinne modern oder irgendwie feingliedrig oder sowas war, hieß das fraulich.
Ne, ich weiß nicht, ob jemand das von euch... Das war bei uns noch, denn irgendwann ein Schimpfwort, ich weiß es nicht. Also ich keine Ahnung, aber es ändert sich so und jetzt vor ein paar Jahren... In den 90ern, wo, ich dachte, man ich höre mich richtig hier, hat, ja. Auf einmal waren die Models auf einmal super weiblich und was nicht alles. Das heißt also, es sind Begriffe, die von diesem patriarchalen Geist, so würde ich das mal jetzt sagen, gebildet werden und uns ständig verwirren. Und wir reden jetzt über eine Weiblichkeit, die Weisheit in sich trägt, aber gleichzeitig benutzen wir das Wort für Frauen, die patriarchale Rollen ausfüllen, unterschiedlichster Art. So, und das ist gefährlich, wenn wir das nicht auseinanderhalten können. Und da passt doch auch sehr, sehr gut, dass es dann eine Herr-Frau-Kellermann gibt und ein Herr-Frau-Ganserer, die genau sich diese falsche Weiblichkeit über den Leib ziehen, buchstäblich. Genau, ne? Sie schmücken sich mit einfachen Kleidung, Attributen, schminken und keine Ahnung noch, Fingernägel rot machen und Beine übereinander schlagen und so. Und sind weit, weit von überhaupt einem weiblichen, ethischen Inhalt, so vielleicht das Wort ethisch noch dazu zu bringen und diese, ich sage Weisheit dazu. Und das sind Männer und sie haben dieses Weisheitsorgan oder die Weisheitsorgane ja nicht. Dazu gehört ja auch die Brust, dazu gehört die Menstruation, dazu gehört auch das Gebären selbst. Das Gebären hat viele in sich Prozesse, die lebensbejahend sind. Das ist nicht nur das Kind rausbringen, sondern das Kind wächst ja in uns. Als ich schwanger war, war das für mich der Anlass, nach weiblicher Kunst zu gucken. Weil ich feststellte, ich male mit einem männlichen Geist und durfte erfahren, dass ich ein Medium der Natur bin. So, und das hat bei mir alles umgeworfen. Ich habe nichts machen können, müssen. In mir ist ein perfektes Kunststück entstanden. Und das war mein Sohn. Bessere Kunst kann ich nicht machen. Und das war die Natur. Aber ich danke dir nochmal, Monika, dass du das nochmal genau gut erklärt hast, weil wir im Moment auch innerhalb der Frauenrechts- oder feministischen Szene die Streitereien haben, ob Männer, die sich die Lippen anmalen oder einen Rock anziehen, ob die dazugehören oder nicht. Und du hast es sehr gut erklärt, nein, sie gehören nicht dazu, weil es eben nicht reicht, dass man sich einen Rock anzieht und die Lippen rot malt. Ja. Also sehr, sehr gut diese Erklärung. Und wenn keine mehr etwas dazu sagen will, machen wir eine kurze Musik und kommen dann zum Abschluss. Aber Katja, fang mal bitte an, Schlussrunde. Wie kommen wir weiter? Brauchen wir einen Frauentag? Nochmal 3-4 Minuten da ein Statement von dir zu. Nimm dir das Mikro bitte und sprech rein. Und so laut, wie es geht. Also ich hatte ja schon in der Runde mal noch eine Kleinigkeit gezeigt. Ja, ich hatte noch mal einen 10-Mark-Schein mitgebracht. Und zwar, da ist einmal die Frau Clara Zetkin drauf. Sieht man das? Die ja eigentlich auch mehr oder weniger mitverantwortlich dafür ist, dass wir einen Frauentag tatsächlich haben. Und zwar am 8. Mai. Und dass das auch so ein Stück weit mit einer kleinen Frauenrevolte zusammenhängt. Und ich mache jetzt keinen geschichtlichen Diskurs, aber wie soll ich denn sagen? Ich bin der Ansicht, ja, wir brauchen einen Frauentag, um wenigstens das Bewusstsein zu schaffen, 50% der Bevölkerung haben ein Recht darauf, auch mal frei zu machen. Es gibt tatsächlich Länder, wo es den Frauentag gibt und wo dann nur die Frauen freikriegen. Und ich finde es, wir sollten es der Gleichberechtigung schulden. Ja, okay, die Männer dürfen auch frei haben, wenn wir am Herrentag freikriegen, ne? In Zukunft. Ist ja auch okay. Nur so viel. Wir sollten auf uns gegenseitig Rücksicht nehmen und nicht andere für uns sprechen lassen. Also solche Geschichten wie, dass jemand, der ja, sich das, die Plakette Frau anheftet und die irgendwie versucht, mehr oder weniger schlecht als recht auszufüllen,
dann für uns alle spricht, das ist nicht statthaft. Und das ist, ich sage mal so, auch dem demokratischen Prozess nicht, ja, nicht würdig. Also ich sage mal so, Frauen haben selbst eine Stimme und die können sie auch benutzen, wenn sie sich trauen. Sehr gut. So. Carola? Ja, das kann ich unterstreichen. Und ergänzen möchte ich, ja, der Frauentag sollte auch schon allein wegen Clara Zetkin als Tag beibehalten werden. Wir sollten ihn auch würdigen, aber jetzt nicht als einzigen Frauentag im Jahr feiern. Mir ist halt auch aufgefallen, es gibt ja den Frauenmärz und da gab es immer wahnsinnig viel Veranstaltungen. Auch jetzt, wenn man zum Beispiel bei Arte guckt oder ARD, auf einmal gibt es ganz viele Frauenfilme, wo man dann denkt, ja, das ist ja toll und da habe ich jetzt wieder eine tolle Auswahl und kann mir meine Vorbilder dort anschauen und mich wieder neu sortieren und orientieren und zack, sind die dann im April weg. Und dann gibt es halt nur noch die düsteren Krimis oder irgendwelche furchtbar langweiligen Psycho-Filme. Das finde ich wahnsinnig schade. Also dann eben zu sagen, okay, es gibt nur einen Tag oder einen Monat und dann ist wieder Schluss. Wir sollten aber trotzdem an diesem Tag bleiben. Und mir ist auch noch aufgefallen im Rahmen der Diskussion, dass wir eigentlich schon alles mal hatten, Verena und Katja, wir hatten schon mal alles. Wir hatten die Diskussionen vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, wir hatten das alles, wir hatten die Gedanken und Ideen und die Impulse, Zeitschriftengründung, Autorinnen sind auf die Bühne gekommen und haben das Thema Weiblichkeit und Frauenrolle von vorne bis hinten durchgekaut. Und da finde ich wichtig, dass wir da auch nochmal schauen, was es alles gegeben hat. Weil ich habe immer gedacht, es geht doch jetzt weiter und die jüngere Generation macht es noch viel, viel besser als ich oder vielleicht als Monika. Aber offenbar ist dem nicht so und deswegen müssen wir uns zusammentun und auch solche Runden, wie wir die jetzt hier haben, die ich jetzt wunderbar finde, weil wir verschiedene Generationen und verschiedene Berufe vorbringen, dass wir solche Runden viel, viel öfter abhalten. Dankeschön. Monika? Ich kenne einen Spruch, so ähnlich. Der Mann baut das Haus und die Frau gestaltet es, wie es auszusehen hat, inhaltlich. Und der leitet mich in meine Arbeit. Und wir Frauen sollten uns diese Verantwortung, es ist eine ganz große Verantwortung, denn wir haben eigentlich übertragen in die Gesellschaft, für die Gestaltung der Gesellschaft die Verantwortung. Also für die Ordnung in der Gesellschaft. Und mit dieser Verantwortung müssten wir uns mehr befassen. Und das andere ist, dass ich das doch für mich aus meinem Beruf heraus, aus meiner Mitteilung auch heraus, doch das gefährlich ansehe, wenn Frauen in einer äußeren Hülle als Frau gelten, was in Wirklichkeit drin ein Mann ist. Und das ist eine, ja, ich finde es als gefährlich für diese Verantwortung der Gestaltung in der Gesellschaft. Also da sprichst du nochmal von diesen Frauen, womit wir eingestiegen sind, von diesen Männern hier, Herrn Kellermann und Herrn... Denn das gehört eben jetzt, also wenn das Männliche normal ist, dann baut es das Männliche, das Haus so günstig und gut, wie es geht. Und nicht nach Profit oder was wir dann immer als Ersatzdiskussion haben, sondern nach dem, was es das Leben unterstützt. Und die Frau gestaltet es inhaltlich. Das heißt also die Weisheit aus unserer eigenen Leibeserfahrung heraus. Und das reicht eigentlich aus. Und das andere ist alles Zusatz für uns in der Gesellschaft. Also das heißt, dass wir eben eine Landwirtschaft haben und irgendwie das und das haben,
Okay, jetzt komme ich wieder ins Schwatzen, was ich nicht wollte. Ja, und diese Verdrehung, die dann in uns, weil wir heute für uns als zusätzliches Problem hinzukommt, diese Verdrehung schadet unserem eigenen Wohlbefinden, würde ich jetzt mal sagen. Als Frau in unserer Entwicklung zu unserem Selbst. So jetzt mein Schluss. Verena? Ja, also ich finde auch, ich kann da mit allem super mitgehen. Also ich finde auch, wir müssen uns in der Zukunft einfach viel, viel besser vernetzen, viel, viel mehr austauschen, Frauen untereinander. Und ich bin da auch, also Frauentag, brauchen wir einen Frauentag? Es gibt so viele Feste, ne? Und für alles gibt es einen Tag und so. Und ich finde, wir brauchen eigentlich ein Frauenjahrtausend, wo es wirklich nicht jetzt darum geht, ja, Frauen an die Macht oder Matriarchat, nee, sondern wo es darum geht, das weibliche Prinzip zu feiern und hier einen Planeten zu gestalten, der einfach nur schön ist. Und nach diesen Gesichtspunkten der Schönheit und nicht des Profits oder der Effizienz eben gesellschaftlich zusammenzukommen. Und ja, ich glaube, das Schlusswort? Ja. Das ist ein gutes Schlusswort, oder? Wunderbar. Gut, ich freue mich, dass ihr hier wart. Es war sehr aufschlussreich. Also wir sind zu dem Punkt gekommen, wir wollen den Frauentag doch behalten. Da sind wir uns hier einig am Tisch. Okay, aber wir sind uns auch einig, dass wir ab nächstem Jahr eigentlich doch lieber selber sprechen am Frauentag und würden die Medien doch bitten, uns Frauen einzuladen. Oder wie du so schön eingangs gesagt hast, man hätte jede Frau auf der Straße mit dem Mikro ansprechen können und es wäre immer noch besser gewesen als Herr Kellermann und Herr Ganserer. Okay, vielleicht. Vor allem aus dem richtigen Leben, sag ich mal. Aus dem richtigen Leben, ja. Nicht aus dem Abgeordneten goldenen Vogelkäfig da. Also, ich nehme mir das mal zu Herzen, wird nächstes Jahr im Januar oder Februar, bevor es losgeht, werde ich mal die Presse anschreiben, ob sie dieses Jahr oder dann 2025, ob sie da nicht mal irgendwie Frauen hören könnten zum Frauentag. Vielleicht gehen sie drauf ein. Okay, gut. Dann spielen wir eine Abschlussmusik und wir sehen uns wieder am zweiten Sonntag im April. Tschüss, Leute. Man stellt den Rucksack ein und hast du ihm das Bein gestellt, dann zahlt er dir noch Schmerz. This is Masterfly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. I mean, it's 8 songs, only 7 euros. That means you give one free. One, three. I mean, we all like free, right? Cause we like freedom, flying with the birds, flying high, but I can't even break myself down.
So, das war ein Stück von mir. Ich bin ja bekanntermaßen...